Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen, und zwar wie das Chain Dashen funktioniert, weil im letzten Replay oder im letzten Video habe ich irgendwo gechain dashed wahrscheinlich und jemand hat gefragt, wie es funktioniert. Das erkläre ich euch jetzt mal und es gibt verschiedene Varianten. Ich sag mal, es gibt so eine billige Low-Variante, dann gibt es noch eine Profi-Variante und dann so ein Mischmasch daraus. Ich zeige euch das jetzt einfach mal und bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben, ich versuche euch zu helfen und jo, los geht's. So, das erste ist schon mal wichtig und zwar, ich glaube, es ist völlig egal, mit welchem Auto man versucht zu Chain Dashen. Es sollte eigentlich mit jedem Auto funktionieren. Falls es nicht so stimmt, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich fange jetzt erstmal mit der Variante an, die ich mache, weil mich hat jemand gefragt. Ich hoffe, ihr seht ja mein Controller-Overlay hier links. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen daran. Was ist Chain Dashen überhaupt? Und zwar dasht man hier so in die Wall rein, ja. Man macht quasi ganz viele Wave Dashes in die Wall und das ist dann so eine Kettenreaktion, ja. Deswegen Chain Dashen. Und dann gibt es eben, wie gesagt, mehrere Varianten. Die ich immer mache, weil es einfach einfacher ist, ist dieses Gespamme hier. Und da hat mich jemand gefragt, wie kann das sein, dass ich das mache ohne hier, also ich habe auf Kreis meine Rechtsrolle und auf L1 meine Linksrolle, ohne meine Rolle zu benutzen und ohne Wiggeln, also hier meinen Stick so bewegen, sondern ich mache das einfach, ich brauche ein bisschen Geschwindigkeit dafür, das ist halt das Blöde daran bei dem. Ich spamme quasi einfach nur X-Taste in die Wall rein. Das Wichtige ist, wenn man das macht, dass man das ohne Gas macht, weil wenn ich das jetzt mit Gas machen würde, also mit R2, dann fährt man nach oben, ja. Und das ist eben dann die andere Variante, und zwar die sag ich mal, die Pro-Variante, die Pros benutzen, weil du bist einfach viel schneller unterwegs, ja. Also machen wir erstmal die Low-Variante, und zwar meine. Die Nachteile davon sind einfach, es ist sehr schwer, das anzuwenden, wenn man slow ist, ja. Also, wenn ich jetzt so slow bin und ich versuche jetzt, das wirklich zu machen, ich muss wirklich sehr schnell spammen, ja, kommt drauf an, wie schnell euer Daumen da ist. Es funktioniert, aber es ist sehr schwer, vor allem wenn man halt so slow ist, ist fast unmöglich, dann flippt ihr immer in die Wall rein. Das heißt, bei der Variante einfach ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, ja, also ich glaube, so müsste schon reichen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr boosten oder so, dann braucht ein bisschen Speed dafür. Und dann einfach den Stick, ich mache es jetzt immer auf die rechte Seite, ja, in die Wall rein, ja, also quasi nach rechts lenken hier, in die Wall, vom Gas runtergehen, wirklich nur den Stick und X-Spammen. Mehr müsst ihr nicht machen. Einfach nur Stick rein jetzt und X-Spammen. So, das Problem daran, man sieht ja schon, ich bewege mich ein bisschen komisch, ja, also wenn ich das zu lange mache, dann zieht es mich irgendwann hier weg, weil ich trotzdem irgendwie nach oben fahre, weil wenn ich vom Gas runtergehe, dann kann man nicht richtig lenken an der Wall, keine Ahnung, hier zum Beispiel. Man rutscht nur runter. Außer wenn ich Gas gebe, dann kann ich mich bewegen, wie ich möchte. Und das ist eben das Problem, dass wenn man das halt zu lange macht, man irgendwann sich wieder aufrecht stellt. Ich sag, das kann man nur verwenden, wenn man so zwei kleine Chain Dashes machen möchte oder ein paar. Dann bist du auch auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Man kann damit Geschwindigkeit aufbauen, irgendwas machen. Ich finde es aber sehr unkontrolliert. Ich mache es trotzdem ein bisschen, keine Ahnung. Ich wollte es euch nur mal zeigen, dass es halt auch die Variante gibt. Das ist die einfache Version davon, da muss man nicht so viel für können. So, dann die Profi-Variante, sage ich jetzt mal, ist, dass ihr dann Gas gebt, wieder in die Wall rein dasht, also wieder Stick nach rechts, zweimal X drücken ganz schnell, oder zweimal eure Sprungtaste. Und jetzt kommt eben dieses Wiggeln, was ich meine, weil wenn ich jetzt einfach durchspammen würde, ja, probier es nochmal, wenn ich jetzt einfach durchspammen würde, würden wir nach oben fahren, ja. Das wollen wir nicht, weil das bringt uns ja nichts, wir wollen ja vorankommen, also nach vorne. Und deswegen muss man immer nach jedem Chain Dash, sage ich mal, ja, seinen Stick wieder nach unten machen, dass man wieder nach unten fährt. Und das halt dann schnell machen. Und das ist das Schwierige, dass man da halt einfach ein Gefühl für bekommt. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um das zu practicen, weil ich kann das selber noch nicht so gut. Ich wollte es nur mal zeigen. Aber das ist auf jeden Fall, sag ich mal, die Profi-Variante, die Pros benutzen. So könnt ihr halt sehr schnell werden. Und jetzt schaut mal, wie schnell man damit Supersonic bekommt. Und das Ding ist dabei auch, man kann das auch machen, wenn man slow ist. Ja, ist viel einfacher. Das andere, wie gesagt, kann man nur benutzen, wenn man ein bisschen Geschwindigkeit hat. Und ist halt auch nicht so kontrolliert. Ja, weil hier zum Beispiel an die Corners, das ist mal ein bisschen blöd. Man kann es jetzt natürlich ein bisschen kombinieren. Ja, man kann jetzt hier mit anfangen, damit man ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen und dann mit dem weitermachen, wie man möchte. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde euch raten, lernt am besten direkt diese Profi-Variante davon. Weil das ist einfach kontrollierter. Wenn ihr das könnt, seid ihr einfach die Besten auf der Welt, keine Ahnung.
Und es gibt noch eine andere Variante, dass ihr quasi die Rechtsrolle jetzt drückt, in dem Fall. Oder halt, wenn ihr andersrum, ich mache das alles jetzt in die Richtung, wenn ihr andersrum fahrt, natürlich müsst ihr die andere Rolle nehmen. Und dann auch rein spammen, müsste eigentlich auch funktionieren, aber ich glaube, man muss dafür auch etwas schneller sein. Das ist ein bisschen blöd mit meinen Settings, weil ich das jetzt Claw machen muss. Ja, es funktioniert auch. Und ich glaube, wenn man das so spielt, dann, ja, dann fährt man auch nicht nach oben oder so. Ich glaube, das ist auch eine sehr sichere Variante. Da müsst ihr aber gucken, wie ihr eure Settings halt habt. Ich kann das jetzt mit meinen Settings nicht so gut machen, deswegen benutze ich das auch noch nicht so oft. Genau. So, das war eigentlich alles, was man zu Chain Dashen, glaube ich, erzählen kann. Also ich weiß nicht mehr, was ich sagen kann dazu. Ja, einfach ein bisschen practicen, rausfinden, was für einen besser ist. Ich wollte es nur mal erklärt haben, wenn mich Leute fragen, dann kann ich denen halt das Video zeigen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat und gefallen hat. Bei Fragen einfach in die Kommentare, ich versuche alles zu beantworten. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.